Hallo, ich bin der Malik, Trainer bei Swisscom Academy. Herzlich willkommen im Lernvideo Android Phone Modul 3. Ich zeige euch in diesem Kurs, wie man ein Update erstellt, wie man ein Backup macht, wie man einfacher im Internet surfen kann und wie ihr euer Smartphone besser organisieren könnt. Starten wir mit dem ersten Thema. Was ist ein Update und wie kann ich das durchführen? Das Update ist Englisch und bedeutet aktualisieren, weil euer Gerät und eure Apps müssen regelmässig aktualisiert werden, dass sie auf dem neuesten Stand sind. Das hat folgende Vorteile. Ihr schützt euer Gerät vor Bedrohungen, korrigiert mögliche Fehler, ihr verbessert die Leistung vom Smartphone und ihr habt neue Funktionen zur Verfügung. Ich zeige euch jetzt, wie ihr so ein Update machen könnt. Damit ihr das durchführen könnt, müsst ihr mit dem Internet verbunden sein. Am besten mit dem WLAN. Wie man sich mit dem WLAN verbindet, könnt ihr im Modul 2 nochmal nachschauen. Dort haben wir das zusammen angeschaut. Um zu überprüfen, ob ein Software-Update ansteht, geht ihr in die Einstellungen. Dann abwischen bis zum Punkt Software-Update. Dann seht ihr den Menüpunkt Herunterladen und Installieren, den anwählen. Dann tut das Gerät auf Update überprüfen und dann seht ihr, ob ihr auf dem neuesten Stand seid oder nicht. Und wenn ein Update angezeigt wird, könnt ihr das anwählen auf Herunterladen und Installieren. Damit das Update erfolgreich durchgeführt werden kann, müsst ihr auf Folgendes achten. Wie schon bereits erwähnt, mit dem Internet verbunden sein. Dann empfehlen wir das Gerät an das Stromnetz anzuschliessen. Und wenn das Update durchgeführt wird, könnt ihr euer Gerät bis zu 30 Minuten nicht brauchen. Wenn das Update beendet ist, startet das Gerät neu und dann ist es auf dem neuesten Stand. Wie ihr Apps aktualisieren könnt, das zeige ich euch jetzt. Ihr öffnet den Google Play Store und tippt oben rechts auf euer Profil. Dann wählt ihr meine Apps und Spiele aus und danach erscheinen alle Programme, die ihr installiert habt und ein Update benötigen. Oben könnt ihr auf alle aktualisieren tippen und so werden jetzt alle Apps aktualisiert. Wenn die Updates beendet sind, sind eure Apps wieder auf dem neuesten Stand. Jetzt haben wir zusammen nachgeschaut, was ist ein Update, also wie bringt ihr euer Gerät und eure Apps auf den neuesten Stand. Als nächstes schauen wir zusammen an, was ein Backup ist. Ein Backup ist nichts anderes, als Daten auf eurem Gerät zu sichern. Stellt euch vor, ihr seid in den Ferien, macht lauter schöne Fotos und dann geht euch das Gerät plötzlich ins Wasser. All die Daten sind verloren. Und aus diesem Grund empfehlen wir euch, ein Backup zu machen. Ein Backup macht es auf der Cloud. Eine Cloud ist eine virtuelle Datenablage, wo unsere Daten gesichert werden können. Mit einem Android-Gerät macht man das am besten mit dem Google-Konto und das bringt folgende Vorteile. Ihr könnt euer Gerät so einstellen, dass es regelmässiges Backup macht. Falls ihr das Gerät verliert oder es beschädigt ist, könnt ihr eure Daten ganz einfach wiederherstellen, indem ihr Daten von Cloud auf euer Gerät ladet. Und all eure Daten sind nach den neuesten Standards verschlüsselt, sodass niemand auf eure Daten zugreifen kann. Wichtig ist, dass ihr ein Google-Konto besitzt. Falls ihr noch kein Google-Konto habt, könnt ihr das auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Ich zeige euch jetzt, wie man ein Backup macht. Als erstes geht ihr in die Einstellungen. Dann abwischen, bis ihr bei Konten und Sicherung seid. Drauf tippen und oben Konten auswählen. Hier sehen wir zuoberst oben das Google-Konto, das anwählen. Und dann auf Konto synchronisieren tippen. Hier sehen wir, was man alles sichern will, zum Beispiel Kontakt, Kalendereinträge und so weiter. Da könnt ihr selber definieren, was ihr gesichert habt und was nicht. Hier kann man die Fotos nicht sichern. Die Fotos tut man in einer eigenen App sichern. Und zwar im App Fotos. Das ist von Google. Das ist das App da hier. Und wenn ich das anwähle, kann ich oben rechts auf mein Profil tippen und dann die Sicherung aktivieren. Das auswählen und dann könnt ihr wählen Originalqualität oder hohe Qualität. Wenn ihr hohe Qualität nehmt, habt ihr einfach
mehr Speicherplatz zur Verfügung, weil die Fotos in etwas geringerer Qualität aufladen. Dann auf Bestätigen drücken und jetzt sind eure Fotos gesichert. Nachdem ihr jetzt das Backup durchgeführt habt, zeige ich euch jetzt, wie ihr im Internet surfen könnt. Ein kleiner Tipp: Ihr müsst nicht ganze Sätze eingeben, sondern könnt nach Schlüsselwörtern suchen. Wie zum Beispiel Wetter Bern. Das zeige ich euch jetzt. Öffnet die Internet-App und tippt oben auf die Suchleiste und gebt das Schlüsselwort ein, Wetter Bern. Wenn ihr dann unten rechts auf Öffnen tippt, erscheinen alle Resultate dazu. Tippt dann auf eine blaue Überschrift und dann öffnet sich die Internetseite dazu. Wenn ihr mehrere Internetseiten gleichzeitig öffnen wollt, könnt ihr hier auf das Symbol tippen. Jetzt erscheinen alle geöffneten Seiten. Möchtet ihr eine neue Seite öffnen, tippt unten rechts auf Neue Registerkarte und hier könnt ihr dann ein neues Thema suchen. Zum Schluss zeige ich euch, wie ihr euer Smartphone besser organisieren könnt. Mit der Zeit habt ihr immer mehr Apps auf eurem Gerät und könnt so den Überblick schnell verlieren. Aus diesem Grund zeige ich euch jetzt, wie ihr Ordner erstellen könnt. Hier auf dem Startbildschirm hat es verschiedene Applikationen. Ihr müsst ca. 2 Sekunden auf der Applikation bleiben und dann sieht man oben links Elemente auswählen. Wenn ihr drauf tippt, hat es die App markiert und jetzt könnt ihr noch eine weitere Applikation markieren. Dann seht ihr oben rechts Ordner erstellen, der drauf tippen und jetzt hat es den Ordner erstellt. Was ich euch auch empfehle, ist, noch dem Ordner einen Namen zu geben. Dann könnt ihr euch oben drin tippen und dem Ordner den Namen geben. Dann unten rechts auf OK und jetzt hat es mir den Ordner erstellt mit Namen. Falls ihr Apps verschieben wollt, müsst ihr mit dem Finger einfach auf der Applikation ca. 2 Sekunden draufbleiben und dort herziehen, wo ihr es haben wollt und dann auch wieder loslassen. Jetzt sind wir am Schluss von diesem Android Phone Modul 3 Kurs angekommen. Wir haben zusammen angeschaut, wie ihr ein Update machen könnt, was ein Backup ist und wie ihr das durchführen könnt, wie ihr im Internet surfen könnt und wie ihr euer Gerät besser organisieren könnt. Auf unserer Webseite gibt es noch weitere coole Lernvideos oder besucht doch einfach einen Kurs. Ich wünsche euch viel Spass beim Ausprobieren.